Ihr Lieben, wieder, wir schauen für das Kollektiv der Widder, was der Herbst für eine Ernte für euch einbringt. Und ich bin gespannt. So, das Außen ist sehr wichtig für euch, Situationen, die ihr nicht kontrollieren könnt. Und es kann hier sein, dass ihr auch aufgerufen seid, dass ihr eure eigene Größe mehr nach außen zeigt, dass ihr vertraut, auch wenn ihr gefordert werdet bei Umständen, die jetzt, ich sage mal, so nicht geplant waren. Ihr könnt mit einer Person aus der Vergangenheit konfrontiert werden. Es kann ein Ex-Partner sein, ein Vaterthema. Es geht darum, Sicherheit und Vertrauen zu haben bei euren Dingen, auch wenn von außen irgendwas kommt, was ihr so nicht geplant habt. Hier ist so ein bisschen Herausforderung im Unterbewusstsein. Ihr wälzt etwas umeinander. Es kann auch sein, dass ihr hier so über Verluste nachdenkt oder dass ihr trotz allem, was passiert ist, sage ich mal, euch sicherer fühlen wollt, etwas abschließen, etwas nicht mehr so an die Oberfläche zu lassen. Hier kann es um die Finanzen gehen, um eine Situation, die vielleicht mit eurer eigenen finanziellen Größe zu tun hat oder mit finanziellen Themen von anderen Familienmitgliedern. Ihr klärt euch hier auf. Es geht um euer finanzielles Gerüst auch irgendwo. Und es gibt so einen Punkt, da steht ihr vielleicht im Nebel, aber das Unterbewusstsein transformiert es. Ihr seid ein bisschen misstrauisch, ihr fragt euch vielleicht, ob da alles stimmig ist in eurem Umfeld oder ihr wisst nicht so genau, wie ihr den nächsten Schritt machen sollt. Ihr habt den Fuchs in eurem eigenen Haus. Das bedeutet für mich auch immer, man macht einen klugen Zug, man guckt sich Dinge genau an und ihr habt auch so ein bisschen die Kombination, dass die Wahrheit ans Licht kommt in irgendeinem Thema. Es kann jetzt sein, dass es um eure Kindertage geht, um eure eigenen Kinder oder irgendwas, was von außen auf euch zukommt, wo ihr irgendwie einen Neubeginn starten könnt. Möglicherweise gibt es auch Dinge mit Ämtern, Behörden oder mit eurem selbstständigen Arbeitsbereich zu klären. Ich habe hier das Gefühl, dass ihr vielleicht auch denkt, dass ihr alles allein wuppen müsst oder ja, dass ihr viel Kraft aufbraucht für Dinge, die ihr einfach stemmen müsst. Und ihr müsst jetzt auch noch so denken, dass ihr alles hinterfragt, was ihr macht. Also ein doppeltes, eine doppelte Aufgabe irgendwo. Aber ihr habt die Sterne am Ende. Ihr kriegt es geklärt, auch wenn es Hindernisse gibt. Vielleicht habt ihr es auch schwierig, euch eine Entscheidung zu einer Entscheidung hin zu stellen, die anfällt. Oder ihr habt so dieses Gefühl, dass ihr müde davon seid, immer wieder neue Wege mit Hindernissen zu gehen, mit Schwierigkeiten. Mit dem Stern am Ende habt ihr wirklich Top-Aussichten. Ihr kriegt es geklärt, die Dinge wenden sich, also nicht aufgeben. Hier ist es auch so, dass ihr irgendwie eine andere Möglichkeit in Betracht zieht, mit den Dingen umzugehen. Ihr hinterfragt hier sehr viel oder
überdenkt Situationen. So, hier ist das Unwetter rausgefallen und hier hat sich, ich hatte es, glaube ich, bei fast allen Orakeln, entweder das Wunder oder der Wohlstand, irgendwo war alles immer dabei. Und hier habt ihr die Wolken und hier habt ihr das Unwetter, ne? Hier kann sein, dass es ein bisschen chaotisch um euch rum ist, dass es viel zu klären gibt, dass ihr gucken müsst, dass ihr die Belastung auch irgendwie aushalten könnt. Im Prinzip ist es so, hier zeigt sich ja in der Mitte der Bär. Ne? Hier sind so Geschichten, die auch innerhalb der Familie geprägt wurden, Vaterthemen, und es geht schlichtweg darum, diese ausgedehnten Glaubenssätze zerbersten zu lassen. Hier ist so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm vielleicht auch. Aber im Prinzip ist es ein aufrüttelnder Charakter, der hier liegt und wo du Mauern sprengen kannst und selbst auferlegte Blockaden über Bord wirfst. Und die Karte sagt auch, tue mal das Unerwartete. Ne? Da überlegst du vielleicht noch, wo komme ich immer wieder an den gleichen Punkt, warum geht es nicht weiter, und hier kommst du aber auf die Lösung. Dem Ganzen folgt dann tatsächlich ein Wunder, denn die Karten passen im Prinzip gut zusammen. Der Regenbogen hier kommt nach dem Unwetter und steht einfach für Hoffnung, für Freude, für das Gefühl, dass man Ängste und Zweifel ablegen kann. Und ihr seid auch aufgefordert, um euch umzugucken, Ausschau zu halten. Wo sind denn meine kleinen Wunder, die es jeden Tag gibt? Und die magischen Momente, die man so erleben kann im Alltag. Und es geht darum, das Leben zu bejahen, damit auch wieder was zu einem fließt. Das hört sich immer so komisch an, aber ich habe das schon erlebt. Das funktioniert tatsächlich. Es gibt immer in jeder Situation etwas, für was du dankbar sein kannst und das Leben bejahst. So, dann haben wir hier ein Kraft. Hier ist der Storch, der bringt euch Fruchtbarkeit mit. Hier habt ihr ja auch die Neubeginne hier aus dem Außen rauskommend. Er ist der Bote des Frühlings, er kündigt eine fruchtbare Phase an und er sagt zuletzt auch, dass die Vorhaben unter einem guten Stern stehen, und die Sterne sind hier in der längeren Zeit zu sehen. Es kann hier sein, dass ungewöhnliche Menschen in euer Leben kommen, dass ihr neue Impulse kriegt, irgendwas umzusetzen, irgendwelche Ideen. Positive Veränderungen, neue Beziehungen, Zugewinne jeglicher Art. Und es ist, fühlt sich nach diesem Chaos dann auch mehr so an, als seid ihr getragen vom Leben. Da gibt es eine Übung, man kann sich zum Beispiel auf eine Wiese legen. Ich meine, das ist jetzt im Herbst ein bisschen schlecht, aber und einfach den Boden spüren, wie er einen trägt. Und hier ist sehr viel, was mit dem Thema Geben und Nehmen zu tun hat. Und es geht auch ums Empfangen. Dinge annehmen, damit wir uns dem Ganzen nicht in den Weg stellen. Wenn dir jemand was geben will, dann nimm es an und sag nicht nein, danke. Ihr habt den Ehrenpreis, da kommt das Leben in Bewegung. Da werden Gefühlsstauungen gelöst. Das passt auch sehr gut zu dem Donnerwetter, das hier liegt. Ne? Nach dem Donnerwetter kommt der Regen und alles fließt wieder. Und hier werden neue Dinge ins Leben kommen und das Leben wieder in Bewegung bringen. Kann sein, dass es sich für euch komisch anfühlt, aber es wird sich nachher als rentabel zeigen, wenn ihr das umhabt. Hier haben wir für euch, Liebe verdoppelt sich, wenn man sie teilt. Manchmal
heißt für mich auch, guck genau hin, wem gibst du was und wo gehst du mit leeren Händen aus. Und hier ist noch die Botschaft, alles was kommt, wird auch wieder gehen, manchmal tut es weh. Also verabschiede dich davon, an irgendetwas dich zu verausgaben und gehe mehr in die Haltung, wo man eben empfängt und auf das fokussiert ist, was einen wirklich nährt und trägt. Ihr Lieben, wieder, ich wünsche euch einen schönen Herbst. Ich drücke euch bis bald.